Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu RL Craft. Ja, ich habe seit der letzten Folge hier noch ein bisschen ausgehoben, einfach damit wir noch ein bisschen Platz haben. Weil wir ja später, wie gesagt, hier unten ein bisschen was anbauen, einfach damit wir gesichert sind. Aber in der Folge tun wir mal wieder ein bisschen Holz hacken und schauen, dass wir uns ein bisschen Platz erarbeiten. Die Viecher sollten mittlerweile... Was bist denn du? Ein Quillbeast. Ich nehme mal ein paar Speere mit. Und ja, ich habe wieder einige Speere verschossen. Das ist wieder nicht so schlau gewesen. Okay, ich glaube, das ist sauer. Ist das sauer? Noch Glas, kann ich wieder richtig auf Lager? Ja, habe ich. Jetzt haut das Viech ab. Hallo? Ich habe gerade einen lauten... Ihr hört das auch, ne? Da oben ist es. Wir haben einen Wir haben einen Drachen zu Besuch. Wir haben einen riesigen Drachen gerade zu Besuch da oben. Smaug ist da. Ach, kommt schon. Muss es immer dann sein, wenn ich aufnehme? Obwohl, dann würde ich aufnehmen. Aber muss es immer dann sein, wenn ich gerade irgendwas vorhab? Holy shit, der ist sauer. Ich hab dein Gold nicht. Flieg wieder zurück, nach da hinten. Flieg wieder zum einsamen Berg. Nimm die Zwerge, lass mich in Ruhe. Wo ist denn dieses Quillbeast eigentlich schon wieder? Okay, aber was ich auch wieder habe, ist... Ja, das hier. Das hört sich an, als ob der näher kommt. War das so? Yes. Alter, der ist pisst, glaube ich. Und hier schon wieder dieses... Ja, klar ist es da wieder unterwegs. Das Viech kann mich auch niemals in Ruhe lassen, ne? Kommst du wieder zur Vordertür? Komm her. Mach deinen Zaubertrick. Komm einfach wieder zur Tür, mein Freund. Das hört sich jetzt schon wieder viel näher an. Der Drache macht mir gerade richtig Sorge einfach. Ich sehe nur ein großes Problem, wenn der Drache jetzt bei uns landet, ne? Unsere Hütte ist aus Holz. Jetzt weiß ich, warum früher die Festungen aus Stein waren. Damit die bösen Drachen nicht reinkommen. Kommst du wieder hier? Dankeschön. Alter, der muss genau über mir irgendwo unterwegs sein. Habe ich so das Gefühl. Richtig assi. Komm runter da. Ich höre dich.
Genau, außerdem habe ich hier auf Level 4 gemacht, damit wir angeln können. Und in Attack noch eins reingetan, damit wir mal irgendwann unser schönes Schwert hier verwenden können. Wisst ihr was? Ich will dieses Viech jetzt sehen, ne? Was ist denn dieser Drache? Okay, da brennt einiges. Schaut aus wie Cursed Earth irgendwie. Jetzt sag nicht, dass sich hier ein fucking Drache angesiedelt hat. Aber schaut mal, das war doch davor alles grün, jetzt ist das alles schwarz. Das wird auch einen Sinn ergeben, warum ich... Ich da hinten mit dem Sound höre, weil der Drache hinter mir auf einmal siedelt. Wie assi wäre das denn? Okay, ich riskiere mal mein Leben. Und mache den Bilbo. Nee. Ja, wahrscheinlich einfach mal hier voll die Wut ausgelassen. Ah, sind interessante Sachen unten. Mach mal, ich höre ihn schon wieder. Wahrscheinlich lebt er eh über den Wolken direkt und ich habe den einfach noch nie mitbekommen. Und er war jetzt irgendwie sauer, weil jemand sein Gold gestohlen hat. Wahrscheinlich, weil der Goblin da war und das Gold gestohlen hat, ne? Jetzt geht's ab. Asche. Was habt ihr gemacht, damit ihr hier... Gib mir das Zeug von oben. Dankeschön. Da ist ein Ei dabei. Bestimmt kann ich was aus Asche machen. Wo ist dieser Drache? Das ist interessant zu wissen. Es gibt so schöne Drachenknochenwaffen. Ich hätte gern die. Drache? Aber ich baue, sollte mir meine Hütte auch weiter bauen nach draußen, damit ich einfach mehr Aussicht habe, mehr Platz. Ich sehe so nichts. Vielleicht sollte ich mir auch so ein Glasatrium, also weiter, wirklich weiter vorbauen und dann so ein Glasatrium drüber bauen, wo ich wirklich überall hingucken kann, einfach um die Situation außen zu erkennen. Und das verräumen wir schnell. Ach stimmt, wir haben eh noch Holz. Ist das unser Holz? Scheint so. Das können wir rein theoretisch auch gerade bauen. So. Fliege weg. Sehr gut. Ich gehe ja schon schlafen. Gute Nacht. Alter, jetzt haben wir noch einen blöden... Ding um uns herum. Drachen. Ich bin gespannt, ob der bleibt oder ob der auch wieder verschwindet nach einer Nacht. So wie die Monster meistens. Naja, was ich auch letztens gesehen habe, das kann ich euch zeigen, im Beastery, ist einmal Mount Strider.
Habe ich den? Ich habe nicht mal irgendwie so ein Haustier gehabt. Ich weiß bloß nicht, wieso auf einmal ich eins hatte. Und doch, er scheint weg zu sein wieder. Komische Drache. Taucht auf, brüllt rum, macht aber nichts. Okay, für mich kein Problem. Ich brauche meine Schaufel und meine Axt. Mit den beiden bewaffnet, gehe ich jetzt wieder auf Frischholzjagd. Aber ich würde gerne wirklich hier vor und dann hier, keine Ahnung, so ein Wasseratrium. Hier vorne alles ausheben, nach vorne schon ins Wasser reinschauen und dann drüber so ein Glasatrium. Das ist ja gleich cool. Ich glaube nicht, dass mein Haus dir da hinten, das da rumsteht. Bin mir aber nicht sicher, auf einmal war der da. Wüsste ich auch nicht, wie ich den besorgt habe. Haben die einfach gerade ein Viech besiegt, was vor der Haustür stand und auf einmal macht's puff und der war da. Hört sich bescheuert an, ist aber so. Das ist auf einmal auch Asche. Der hat überall Asche hingeschossen. Moment mal, seit wann ist da oben ein Turm? Okay, wir müssen uns mal equippen und dann mit dem Equipment da hochgehen. Es geht doch gar nicht hier, dass einfach jemand noch anders hier daheim ist. Das ist unser Zuhause hier. Aber wer hat die Asche geflogen ist? Das ist ja auch auf der Aufnahme gesehen, wie heftig das war. Sehr extremst halt einfach geflogen. Ist gut, du bist schon lange kein Baum mehr. Ich glaube, das ist mein Haus hier. Wir schauen uns das mal schnell an dann. Aua. Freundlich oder böse? Freundlich oder böse? Da steht Raximus Strider. Also ist das meiner irgendwie. Verstehe aber nicht wie. Haustier wider Willen, würde ich mal sagen. Weiß nicht, ein 44 HP haben das Strider. Ich habe aber absolut keinen Plan, wie ich den mir besorgt habe. Weil ich wollte gar keine Haustier, ich wollte gerade nur irgendwas umbringen, aber man stand da vor mir, ich habe einen heiden Schrecken bekommen und weggelaufen. Ah, guck mal, jetzt sieht man denn hier wenigstens endlich was. Das schaut echt nach Dragon Home aus, schau mal, da hat es richtig geknallt. Das riecht, das ist neu. What the fuck? Wir haben echt Smaug zu Besuch. Und dabei habe ich noch nicht mal Gold oder sowas. Hat er da oben alles in Cursed Earth verwandelt hier. What the fuck? Das ist creepy. Das heißt aber auch, dass der Drache jederzeit wiederkommen könnte, oder? Das finde ich noch uncooler, dass der Drache einfach wiederkommen kann. Weil, ich will keinen Drachen als Haustier. Als Haustier wäre cool, aber als Nachbarn? Also als Nachbarn kann ich mir so einen Drachen nicht vorstellen. Jetzt habe ich hier gleich mal richtig schön aufgeklärt, auf jeden Fall auf der einen Seite. Das macht es schon mal angenehm. Wir müssen auch schon mal schauen wegen den Seasons, weil wir müssen auch irgendwie halt gucken wegen dem ganzen Zeug anpflanzen und so. Irgendwie ist es ja mit Seasons. Also auch doch wie bei Terraformacraft.
Und es wächst nur bei bestimmten Zeitpunkten und pipapo und mein Zeug wächst halt nicht. Was ich halt irgendwie kacke finde. Hier können wir dann später wieder Sand sammeln. Ich nehme jetzt auch den Baum schnell mit. Aber what the fuck? So unerwartet auf einmal so, yo, ich bin ein Drache, servus. Mit dem neuen Holz, das wir ergattert haben, können wir die Hütte nochmal um einiges vergrößern. Also ich würde auf jeden Fall hier draußen eine riesige Linie nach vorne machen und dann vielleicht nach hinten erweitern, keine Ahnung. Aber hier vielleicht vorne einen großen Punkt hinbauen. Aber da werde ich vielleicht offline ein bisschen vorarbeiten, damit wir nicht so viel Zeit in sowas investieren. Oder ich gehe mal meinen. Ich schau mal, was ich am besten mache. Weil Holz haben wir auf jeden Fall. Und vielleicht, ich bräuchte mal einen Weg, wie ich sonst noch das Holz verarbeiten kann, weil ich würde gern schneller Holz machen können und so, ne? Also Holz zu machen wäre echt mal praktisch. Weil so wie ich es jetzt mache, ist es sehr, sehr ineffizient. Aber ja, dann würde ich sagen, war es das auch für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben mal da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.